Ist das Klopfen? Julia! Ja? Das klingt einfach wie so ein Einbruch. Ich schwöre dir, ich dachte wie so Einbruch mit zusammengeschlagen. Hast du gerade so laut gehämmert, Jana? Ja. Ist die Tür noch, ist die noch drin oder ist die jetzt rausgefallen? Ich schwöre, es klang, als wäre gleich vorbei. Hallo, meine Lieben. Und willkommen zurück auf meinem Kanal. What's good, Freunde? What's good? Heute gibt es ein ganz besonderes Video, wie ihr sehen könnt. Wir sind inspired bei Naomi John und Alicia Marie, die Gute. Die haben sich nämlich vor ein paar Monaten Pinsel an die Finger getaped und sich dann geschminkt und wir dachten uns, das ist funny, das wollen wir auch tun. So, richtige Icons, Shoutouts gehen raus. Ich würde sagen, wir labern auch gar nicht zu viel drum herum. Es gibt auch ein Video auf Julias Kanal, da könnt ihr auch gerne nach dem Video vorbeischauen. Vergesst nicht, uns zu aktivieren. Ja, aktiviert uns. Aktiviert uns mit einem Abo und der Glocke und Push Notifications und Instagram. Thanks a lot. Wir haben uns für 5 Pinsel entschieden, jeder. Hast du überhaupt 5? Nee, ich habe 4. Ich brauche so viele Pinsel. Erst wollte ich nur 3 Pinsel nehmen, weil ich dachte, das reicht. Also mehr benutze ich halt nicht. Und dann hat Marvin mich zum 4. überredet. Ich so, wir dürfen nur 5 Pinsel, aussehen, sitzt sie hier mit 3. Ich so, willst du mich verarschen? So, ich würde am liebsten 10 nehmen. Sie so, nee, ich brauche nur 3. Du kannst meine anderen 2 Finger eigentlich ja. Hier, ich habe noch einen frei für dich. Mm. Cute. Das hört doch nie im Leben. Das hält. Komm her jetzt. Wenn es rausfällt, darfst du den nicht nochmal benutzen. Ich sag das. Okay. Oh mein Gott. Okay, thank you. You're welcome. Love it already. Hey, wir haben ausgetauscht. Das ist der falsche. Du hast meinen. Hä, echt? Yeah. Oh. Glaube ich, oder? Ja. Alter, ich schwöre, die hat ja fast die Tür eingetreten. So klopft die an. Ich dachte, ey, so wie die geklopft hat, dachte ich, keine Ahnung. Dein Mutter ist im Krankenhaus. Was weiß ich. Hey, wirklich. Übrigens, sorry, wenn's hype, wir sind in Julias neuer Wohnung und hier ist alles noch so ein bisschen groß und open und nichts drin, deswegen. Just so you know. Okay, wollen wir anfangen, denn meine Finger sterben ab. Echt? Ja, ich habe das richtig tight gemacht, damit ich so richtig Pressure ausüben kann. Aber ich muss sagen, es fühlt sich gar nicht so anders an als sonst, weil, guck mal, ist doch eigentlich genau gleich lang, oder? Um ehrlich zu sagen, so ist das such a big difference. Kleiner Brustfinger, was ist das? Du so, bei mir sieht irgendwie komplett gleich aus, habe ich das Gefühl, aber ist okay. Sollen wir jetzt einfach anfangen? Wie ist denn das jetzt? Ja. Fangen wir jetzt einfach an? Wie? Mit dem Flotter hier, warte mal. Wir fangen einfach an. Wir schminken jetzt einfach mal einen Make-up-Look. Okay. I'm already. I'm not. You're not? Wie kriege ich das jetzt auf? Das ist gut, question. Boah, ist es hier jetzt schon schlimm. Mein Gott. Hallo. Nein, ich krieg also den Pinsel. Aus. Scheiße, ich glaube, ich hab die schlecht gekriegt. Jetzt schon? Ich sehe es jetzt schon so. In 10 Minuten bin ich fertig und warte dann hier. Dann ist es nee, du machst einen richtigen Look, Honey. Ich komm auch nicht. Hey, das funktioniert nicht, Marvin. Das funktioniert super. Wie soll das denn gehen? Ich schlag mir die ganze Zeit nur ins Gesicht. Oh, ich habe mir gerade selbst mit dem Pinsel ins Auge geschlagen. Boah, ist das anstrengend. Krieg ich jetzt schon Krampf. Ich muss die ganze Zeit die Hand so richtig nach hinten. Das muss ich auch immer beim Schneiden machen, weil wenn ich an meinem PC schneide, weil die Nägel so lang sind, muss ich die immer so überstrecken, damit ich so diese Kurztasten wählen kann. Die Pampe. Oh. Danke Naomi und Ellie für diese tolle Idee. Jeez. Ich krieg doch alles in den Pinsel. Ich schwöre, es ist jetzt schon vorbei bei mir. Bei mir geht sogar voll, oder? Wenn ich den Beauty Blender verliere, darf ich ihn nicht mehr benutzen, ne? Mhm. Ich wollte auch nicht lachen. Es zieht alles in meine Falten. Okay, he's gone. Ist er? Ja. Oder bitte, es muss eine Pinsel benutzen. Meine auch. Ich habe noch nicht mal meinen Hals gemacht. Ach, brauchst du nicht. Boah, darf ich da auch mal eben reindippen? Eigentlich ist das ja Cheaten, ne? Warum? Ist doch nur dein Puder. Weiß ich nicht. Jetzt sollst du cheaten. Eigentlich ist das ja Cheaten. Jetzt kann ich doch nicht mal so... Gib doch mal her. Oh ja! Sitz! Oh mein Gott, wie man damit abgehen kann. Aber ich habe noch gar keinen Concealer drauf. Ja. Aber du hast ja auch den mit den Applikator aufgetragen, ne? Guck mal, ich sehe eigentlich aus wie immer. Ja, du machst ja eigentlich auch nie irgendwas, ne? Oh wow. Ich mein Concealer Dream. Ich habe nicht mal mehr Beauty Blender. What am I doing? Hey, jetzt auch Spaß. Ja. Du willst das jetzt verblenden? Ah ja. Die Augen? Weiß ich noch nicht so ganz. In welchen Pinsel brauche ich am wenigsten? Okay, Lidschatten. Living my best life. Hey, ist das legal, dass du deine Handflächen benutzt? Warum ist doch meine Handflächen? Ich kein Pinsel. Ja, aber das dürfen wir ja benutzen hier. Na ja, okay. Hey, du hast sogar mit dem Applikator den ganzen Concealer aufgetragen. Hey, macht man normalerweise den Concealer auf dem Beauty Blender? Nee. Von daher. Hätte man ja jetzt auch als Regel festlegen können. Ja, kannst haben wir aber nicht. Kannst du mal bitte nicht ganz am Rand sitzen? Oh, sorry. Das ist wahrscheinlich richtig schlau, mich mit so einem riesigen Pinsel meine Nase zu konturieren. Sis! What the fuck? Ja, was soll ich tun? Ach, ja. Du wolltest ja keine Pinsel dran machen. Du so, ich brauch nur 3. Ja, ich hab auch vergessen, dass ich meinen Nasenkonto-Pinsel, den hab ich hier. Ich bin einfach hohl. Unterschreibe ich.
Guck mal, wie mein Hals aussieht. Der ist doch viel zu... Geht's nicht nur ums Gesicht bei der Challenge? Okay. Accepted. Wow, Sis, du siehst... strong. Ja? Oh, schon ordentlich konturiert, muss ich sagen. Hä, das sieht in der Kamera aber krass aus, als nicht. Guck mal da in den Finder. Siehst du das? Die hier so alles weiß ist. Ja. Und da so alles braun. High Quality Self-Tan Queen. Und dann fragen mich immer alle meine Self-Tan-Routine. Ich immer so, ja. Ich weiß nicht, ob ich die sharen sollte mit der Welt. Das wäre auf jeden Fall keine Bereicherung. No stress. Oh, das ist oh, anstrengend. Warum machen wir eigentlich immer so komische Rotz-Challenges? Keine Ahnung. Das letzte Mal, wo du die ganze Mascara als Foundation hattest. Boah, ja. Ihh, guck mal, der ist so nach vorne gerutscht. Ich kotze, es fühlt sich richtig eklig an. Ich gehe wieder nach hinten. Ihh. Okay, er ist wieder drin. Was ist hier oben passiert? Bin ich da jetzt mit meinem Pinsel ja, ich glaube schon. Ihh, das sieht ja voll eklig aus. Da ist eine Mücke oder eine Fliege. Eine Mücke? So eindeutiger Fliegen-Sound. Also ich dachte, das war eine Mücke. Unsere Fliege. Voll die stressige, ne? Es gibt doch so eine Stubenfliege. Wie heißt die? Guck, Pack, Piddel, Panunta. Ich weiß. Petrischer. Ich glaube, Akonum. Geht's einfach mal mit dem Fetten ins Rouge rein. Dem Cheekstow. Auf geht's, ab geht's. Ja, ich mag das gerade voll zu den blauen Augen. Ja, die Shades sind voll gut. Das betont halt voll deine Äuglein. Voll krass. Vor allem voll die Zahnfarben. Sowas benutzt du sonst nicht? Nee, ich benutze ja nie irgendwas. Warum? Muss ich mal machen. Weiß ich nicht. Ich denke mal, ich kann das nicht. Geil, ich habe ja auch noch das hier. Boah, dann brauche ich keine Foundation. Dann nehme ich das einfach jetzt für meinen Hals. Ist das so High Coverage? Ja, ist eigentlich High Coverage. Das ist eine Foundation? Also die heißt eigentlich Studio Fix Foundation Powder. Cooler Foundation. Mhm. Krass. Die ja. beiden Farben, so Rooftop und At the Beach, sehen zusammen so orange-stichig aus. Das ist voll schön. Ja. Aber ich frag mich auch. Boah, diese Fliegen. Ich schwöre, ich schnapp sie gleich. Mit meinem Pinsel nehme ich sie so. Und dann gehe ich zum Fenster und lasse ich das. Boah, diese Aesthetic-Bauarbeit hier oben. Die da hinten. Sie so. Lieb's. Guck mal, ich habe jetzt den Finger frei. Darf ich den benutzen, ne? Ja. Reiß einfach direkt den Pinsel ab, ich so. Halt den Spiegel mal ein bisschen runter, sonst fokussiert ihr den gleich noch so. Was benutzt du so in deiner Everyday-Make-up? Also nur ein bisschen Concealer, du settest das, dann benutzt du Mascara und Augenbrauen. Und konturieren. Und manchmal mache ich Eyeliner, aber eigentlich auch nicht. Jetzt eine Frage, ne? Ich muss ja jetzt hier diese Produkte benutzen. Die muss ich mir ja auch da dran klappen, ne? Ja, die kleben wir jetzt dran. Kann ich das dann jetzt abmachen? Wenn du die nicht mehr brauchst. Okay. Brauchst du die gar nicht mehr? Ich brauch die nicht mehr. Das ist alles am Make-up. Okay. Ich mach noch einen Lidstrich und noch Wimperntusche. Okay. Ist auch okay. Es ist okay, es ist genehmigt. Okay. Willst du auch so ein bisschen erfrischen? Ich hab Angst. Doch. Ich berühre einfach Lucy so, doch. Sofort, so kaum geht's Lucy so, doch, auf jeden Fall. Wow. Der Highlighter hat sich so schnell so krass aufgetragen. Oh, ich hab keinen Highlighter. Was passiert ist. Soll ich den Highlighter drauf machen? Komm. Nee, ich hab immer Angst, dass... Ach ja, mach. Highlighter sieht bei mir immer scheiße aus. Warum? Du hast doch hier voll die schönen hohen... Ich hab immer das Gefühl, ich mach mein Gesicht dadurch runder. Komm, du fragst, was du sitzt? Ja, ich bin einfach zu blöd. Ich würde auch niemals meinen Highlighter setzen, wo du es gerade gesetzt hast. Voll schlau. Ja, ich muss immer weiter unten. Hast du gerade alle auf einmal? Ja, ich gehe gerade in die drei in der Mitte. Oh, wow. Sieht voll schön aus. Oh. Also bei mir sieht am besten aus, wenn ich in alle einmal durchgehe. Bist du auch bei Augenbrauen? Ja. Ist halt voll klug, dass du dir das dran machst. Eigentlich müsstest du so mit einem Pinsel oder einem Pomade oder so benutzen. Dann schwierig. Vor allem meine ist so richtig ausgetrocknet. Das ist so eine richtige vertrocknete Flotter. Ich komme gerade gar nicht klar. Ich klebe gerade Wimpern. Schwester, ich probiere gerade so, meine Augenbrauen zu machen. Was? Das ist meine Palette. Wieso hast du jetzt meine auch noch in der Hand? Willst du mich verarschen? Ich muss mal kurz meine Augenbrauen. Ich muss nur kurz von der Seite nehmen. Boah, es geht ja eigentlich, ist ganz okay. Ja, sieht super aus. Kann ich da mit dem Pinsel ende das vielleicht noch ein bisschen so sharpen? Scheiße. Boah, die Augenbrauen ist richtig schwer. Boah, komm mal ein bisschen hier rein, bitte. Ja, du sitzt da schon wieder im äußersten Rand. Boah, nee, noch weiter, wenn du dich so weit nach vorn beugst. Okay. Oh nein. Ich hab ihre Palette zerstört. Man benutzt sie doch eh nie, von daher ist doch egal. Schwarz hier, das ist geil. Weißt du, benutzt keine Farben, aber findet das schwarz. So, come on, kann ja, ganz ehrlich, erzählen, ich habe keine Palette, wo es ein mattes Schwarz drin gibt. Ich mache manchmal damit so einen Eyeliner. Boah, kann ich hier mal ganz kurz diesen Flotter, der da ausgerutscht ist, wegmachen? Oder ist das jetzt verboten? Ist eigentlich schon verboten, ne? Das ist ja scheiße. Oh! Zeig mal. Ich brauche das hier. Wie komme ich jetzt da dran? Wie das hier? Ja, das, die andere Seite ist ein Bürstchen. Ja, Pech gehabt. Das ist halt eigentlich verboten. Oh mein Gott. Hässlich. Hässlich. Einfach nur hässlich. Wünsch mir bitte Glück. Ich werde mir jetzt mit wasserfester Wimperntusche meine Wimpern tuschen. Das ist wahrscheinlich auch so richtig. Geil. Boah, die Fliege.
Hab ich sie geschwommen? Ich werde sowas von gleich hier schwarze Pumpe auf meiner Nase haben. Ich sehe es jetzt schon. Glaub mal ein bisschen an dich. Ich glaube an meine Verrenkungen, ey. Aua. That's what she said. Mann! Ich glaube auch an meine Verrenkung hier. Boah, ich sehe aus. Ich bin es nicht gewöhnt, so langsam zu sein. Ich bin es nicht gewöhnt, so scheiße auszusehen. Nicht? Joke. Du weißt noch, wo wir unser erstes Video zusammen aufgenommen haben? Bei Minze. Bei Minze zu Hause, ja. Wo ich dich zu dieser Manga-Person gemacht habe. Boah, ja, das sah so krass aus mit dieser Perücke. Das war so cool. Und dann, wo alle irgendwie geschrieben haben, du gefällst mir mit deiner natürlichen Hand viel besser. Ja. Weißt du noch, als wäre das so voll. Das war als wäre so voll das serious Ding und wir so Makeover aus Spaß. Und die so, also natürlich siehst du besser aus. Bam. Mach jetzt auch wie du einfach so einen Soft-Look. Hä, soft? Sie so, sie fühlt sich voll geschminkt. Ich mach auch so einen Soft-Look wie du, sie sowas. Jetzt kommt's. Jetzt kommt der Eyeliner. Okay, bitte nicht aus dem Bild, bitte zurück. Kommen Sie bitte, komm mal hierher. I love it. Man sieht dich, glaube ich, sogar tatsächlich. Oh, ich habe so Angst, ich werde so verkacken. Nein, das sieht super, das sieht schön, das sieht toll, man sieht gar nichts. Und? Ja, ungleich Deluxe, egal. Katastrophe oder geht fit? Jetzt Katastrophe. Katastrophe? Zeig. Aber wir nehmen kleinen Punkt jetzt, oder was? Ja. Hä, das kannst du doch noch fixen. Solange es jetzt schon her ist, dass wir unser erstes Video aufgenommen haben, das war halt so richtig am Anfang. Wo haben wir uns denn kennengelernt? Hab ich davor noch nie gesehen, glaube ich. Ich glaube, da haben wir uns das erste Mal gesehen. Nee, wir haben uns auch das erste Mal getroffen direkt. Ich glaube, ich habe vorher schon das Video mit Diana gehabt. Bist du mir dann vielleicht gefolgt? Kann sein. Auf Twitter, maybe? Ich habe das Gefühl, man hat sich viel über Twitter connected damals. Also ich. Ja? Würde ich nicht? Keine Ahnung mehr, ich habe nie Twitter benutzt. Ja, dann weiß ich auch nicht, ob wir uns über Twitter connected haben. Das ist passiert, ne? Von daher. Das ist schon vor lang her, aber es war auf jeden Fall funny. Und jetzt sitzen wir hier. Mit Eyeliner am Finger getaped. Hättest du es dir so schwer vorgestellt? Oder findest du es nicht schwer? Ich habe es mir sogar schwerer vorgestellt. Ja? Yeah. Außer den Eyeliner. Den finde ich nicht scheiße. Und dann, mach ihn jetzt. Lippenstift. Hab ich nicht. Liquid. Oh ja, auch nicht. Warum nicht? Boah, ich leg mich jetzt hin. Oh! Was? Oh, das ist geil. Der Marvin ist eigentlich noch so gut wie Randy. Naja, der Lashes, ne? Du hast ja gar keine Lashes drauf geklebt. Boah. Okay, getting aggressive. Oh, ew. Voll eklig das Gefühl, ne? Auch so ein bisschen angeschrumpelt. Ach, das kannst du jetzt auch machen. Oh nein, wir haben ja gar kein Thumbnail richtig gestellt. Oh, muss ich ja wieder draufkleben. Der letzte Step ist gekommen. Ich habe schon meine Augenbrauen, meine Mascara und meine zwei Lippenprodukte dran gemacht. Geil. Richtig schön fest und straff. Mmh, okay, reicht. Ich muss jetzt noch meinen Wimpernkranz verdichten. Oh mein Gott, I'm dead. Hey, machst du das da drunter? Mach das immer hier rein, weil ich mache keinen Eyeliner, sondern klebe jetzt die Wimpern. Dann sieht man da mal so einen hellen Spalt dazwischen, was ich meine. Mascara. Okay, ich finde Mascara geht eigentlich voll fit. Ja, sag doch. Boah, ich werde die Farben jetzt öfters benutzen. Das sieht voll krass aus. Ja? Sehr gut, I love it. Okay, ich werde ab jetzt auch anfangen. Lidschatten in den Fresh zu klatschen. Und nur die Marvin Magnificent XBH Cosmetics Palette, Leute. Oh mein Gott. Exklusiv bei DM und bei bhcosmetics.com. Oh wow, und DM. DM in Store sogar jetzt, ne? Yes. Voll geil. Finally. Boah, die ist so schön. Danke. Ich finde die Packung außen auch richtig schön. Die waren halt so, okay, wie soll der nächste Palette sein? Ich sehe, ich will so softe Farben mit drin haben, braun. Und ich will irgendwie so peachy, marble, keine Ahnung. So schön. So eine Fantasy haben. It's beautiful. Wow, was Lashes aus. Hi. Oh wow. Sein bin gerade ein bisschen überfordert hier. Die Wimpern zu. Ich würde dir helfen, aber das ist gegen die Regel. Muss ich dir jetzt mit der anderen Hand? Oh! Kotzerides kriege ich hier. Oh mein Gott. Man sieht so gar nichts einfach. Ja, ich sehe mein eigenes Leben gerade nicht mehr. Kann ich aber meine Nägel nehmen als Pinzette? Oh, love it. Oh! Oh! Du brauchst gar nicht so lachen da hinten. Schon mal ein bisschen die Nippel da hinten. Wir sind so weit. Gucken wir mal all deine Videos. Mhm. Also auch dieses hier. Mhm. Sorry, dass ich die Nippel deiner Tochter angesprochen habe. Ich schwöre, das ist so schwer und ich spüre meine Finger fast nicht mehr. Aber Wimpern sitzen. Krass. Lips. Ach ja, da kommt der. Du musst eigentlich auch Lips machen, du Langweilige. Okay, ich hole was. Ich habe die reingeschissen. Das ist der einzige geile Nude-Lip-Stift, den ich habe und der ist einfach von Essence. I love it. Scheiße, jetzt ist das so. Oh. Ja, jetzt lass du mich aus. What you deserve, honey. Ich habe hier so eine Kante in dieser Lippenform drin, die mir nicht gefällt.
Rassisten, der macht er einfach so. Komm mal ein bisschen weiter rein. Ja, das ist der gar nicht. Der sieht richtig scheiße aus. Ew. Was ist das denn? Hey, was hast du denn? Ich dachte, das war ein anderer. Krass, wie ordentlich du das auf die Reihe kriegst. Das ist eigentlich gar nicht so super schwer, oder? Geht eigentlich. Voll klar. Soll ich noch Glas machen? Ja. Nee, doch? Ja, bestimmt geht immer. Aus dass ich meine ganze Nadel mitgerissen habe. Oh, stell dir vor. Da fällt dir so beides so raus. Boah, du hast so viel Lippenfläche. 3000 Milliliter Filler und dann passt das auch bei dir. Das siehst du genauso aus. Wir haben es voll gut hinbekommen. Ohne Spaß. Hey, wir sind beide richtig gut. Ich finde auch den Eyeliner gar nicht schlimm. Nee, geht jetzt voll eigentlich. Voll geil. Sis, wow. Ja. Freunde, das war echt mal cool. Also vielen lieben Dank an Naomi und Alicia. Mäuse für diese Inspiration. Ja. Falls euch das Video auch gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Daumen nach oben da. Es war echt anstrengend. Also wir haben einen Daumen nach oben verdient. Wir haben wirklich einen verdient. Und ein Abo und die Glocke an und ein Follow auf Instagram und auf Twitter und auf Snapchat und auf bei Facebook. Bei dir ist das irgendwie cooler und als bei auf mir. TikTok. Ja, das war's von uns. Wir sehen uns am Donnerstag bei mir wieder und jetzt nochmal auf einem Video. Auf genau, einem Video, bei einem Video von mir. Auf ihrem Kanal. Genau. Macht's gut. Und adieu. Tschüss.